Was gibt es nun für Werkzeuge? Die wollen wir uns jetzt anschauen. Bisher war das ja alles nur, was sollte man machen? Das Web 2.0 bietet ganz, ganz viele hervorragende Werkzeuge, das zu unterstützen. Fangen wir mal ganz einfach an. Remember the Milk ist ein Dienst, mit dem Sie Aufgabenzettel verwalten können. Und da gehen wir doch einfach mal hinein. Ich habe mich hier schon angemeldet. Also, was Sie auf alle Fälle machen sollten für das Seminar, Sie sollten sich einen neuen E-Mail-Account zulegen, wie zum Beispiel hier jetzt auf Google Mail. Da habe ich mir einen angelegt, estudi.bre@googlemail.com, und den nutze ich jetzt, um mich überall anzumelden bei Diensten und so weiter und so fort. Und wenn Sie das alles gar nicht mehr wollen, dann melden Sie einfach diesen E-Mail-Account wieder ab und das war's dann. Und Sie kriegen nicht alles in Ihre normalen Inboxen hinein geworfen. Wenn Sie sowieso bei Google Mail sind, was auch eine gute Idee ist, ist zu sagen, ich nehme einen Browser, zum Beispiel, ich nehme zum Beispiel Chrome oder Firefox oder Safari, der halt nicht Ihr Standard-Browser ist, den nehme ich für mein Studium und für mein Arbeiten und Lernen. Das hat auch den großen Vorteil, dass Sie dann nicht all Ihre eBay-Bookmarks und sonstige Sachen da in dem Browser haben, sondern den wirklich nur nutzen für Ihre Arbeitsphase. So, jetzt haben wir hier mal gerade Chrome am Start. Ich habe mir eine Google Mail angelegt und ich habe mich auch schon in Remember the Milk angemeldet. Und Remember the Milk ist ein Dienst, da kann ich einfach Aufgaben festlegen. Wenn ich sage, ich müsste mir auf alle Fälle noch eine Mensa-Card besorgen, dann schreibe ich mir das rein und dann ist dies hier hingeschrieben worden. Das heißt, ich kann hier immer wieder schauen, was habe ich denn für Aufgaben, die ich machen muss. Ich kann einer Aufgabe auch einen Ort zugeben. Da habe ich schon mal die Uni definiert. Da kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, wenn ich an der Uni bin, was kann ich dort machen? Da sehe ich, okay, Mensa-Card besorgen, Schmierblock besorgen. Und vielleicht für bestimmte Einkaufssachen kann ich mir andere Orte zulegen, dass man weiß, wenn ich dann im Ort bin, was müsste ich denn oder was könnte ich da heute Besonderes machen? Gut, gehen wir mal weiter zu den Aufgaben. Hier sehen Sie schon, hier sind irgendwie so Farben, die zeigen die Wichtigkeit. Ich kann zum Beispiel die angewählte Aufgabe, kann ich jetzt sagen, dass sie an die Priorität 2 kommt. Ja, die in blau und das sind die eher unwichtigen Aufgaben. Ich kann den Aufgaben auch eine Zeit angeben, also wann bis wann muss ich das machen. Da gehe ich hier auf fällig. Und das Schöne an Remember the Make ist, dass ich zum Beispiel hier eingebe, morgen mache ich das. Und dann tut er mir daraus tatsächlich das Datum heraus. Arbeiten. Und das führt dazu, dass man dann tatsächlich sich zum Beispiel alle Aufgaben, die heute fällig sind, da gibt es gar keine, aber wenn ich hier auf morgen fällig drauf gehe, dann sehe ich, aha, das sind die beiden Aufgaben, die ich morgen machen muss. Und da kann ich dann die nochmal wieder zum Beispiel an jemanden senden oder ich kann sie auch freigeben für jemanden. Oder ich kann auch hier nach Fälligkeitsdatum mir die Sachen sortieren. Und da sehen wir, aha, das ist schon überfällig eigentlich, diese Besorgung. Das hätte ich eigentlich schon Samstag machen müssen. Sie sehen hier oben, man kann sich so Reiter anlegen. Studium ist ein Standard, aber das ist vielleicht ein bisschen zu undifferenziert für Ihre Listen. Sie können sich zum Beispiel eine Deutsch- und eine Mathe-Aufgabe machen und auch hier wieder können Sie sagen, Artikel B besorgen. Das mache ich fällig, das mache ich heute. Gehe ich in die Mensa, in die Bibliothek und hier Buch A lesen, das ist ganz, ganz wichtig und sage, das mache ich
Also auch heute. Und Zeitschätzung ist 3 Stunden. Naja. Wenn man mal was eingibt und erkennt was nicht, dann muss man sich das hier anschauen und sagen, ah, das ist noch nicht übersetzt worden, das ist noch nicht auf Deutsch übersetzt worden. Hier kann man sich anschauen, wie viele Stunden. So, 1,5 Hours. So, das hilft einem dann zu gucken, ob man überhaupt eine Aktion anfangen kann oder nicht. Sie können auch Aufgaben freigeben für andere Personen. Ja. Okay, wir können noch fürs noch für niemanden freigeben, weil wir noch niemanden hier eingetragen haben. Gehen wir mal in die Kontakte. Da führen wir mal einen Kontakt dazu. So, jetzt haben wir einen Kontakt. Kontakt, ja, okay. Ich lade zum Beispiel mal mich ein. Und wenn die Person dann Mitglied bei Remember Vimic ist, dann erscheint die in den Kontakten und dann können Sie die auch einladen zu ihren Aufgaben. Das ist gut, wenn Sie in Gruppen zusammenarbeiten, dann können Sie nämlich dann Aufgaben festlegen und die anderen Leute auch verteilen. Ja, das ist auch nochmal ganz schön. Das ist ein Dienst, wo man auch eine Liste hat, die man schreiben kann, aber die ist zum Spiel umgebaut. Here's a thing made by Rex. And Tech. With, and working in the video game industry as they do. They know how easy it is to be drawn into virtual worlds and not bother with what you should really be doing. And it's sometimes easier to complete a 40-hour RPG than drag yourself to the gym or wash your dirty car. The answer to this knotty problem? Epic Win, an app that is both a to-do list and a streamlined RPG, so that you get rewarded for doing those things you're trying to put off. As you complete your real-world goals, you gain experience points, uncover loot, and level up your character. Be they a swarthy dwarven toiler, a CEO of pain, a mistress of task domination, or Okay. So, was Sie hier gesehen haben, ist ein Spiel, wo Sie einfach Ihre Listen verwalten und dann aber für Ihre Tätigkeiten, die Sie erfolgreich abgeschlossen haben, dann wie in einem Rollenspiel Erfahrungspunkte kriegen und Ihren Charakter hochleveln können. Insofern, also wenn Ihnen das mit den Remember the Make zu trocken ist, versuchen Sie es mal damit, vielleicht kommen Sie damit rein. Sobald, wenn Sie mehr Punkte organisieren müssen, wie es vorhin gezeigt worden ist mit Projektmanagement, dann mit vielen verschiedenen Personen, dann ist man irgendwann mal Remember Vimic auch nicht mehr das Werkzeug der Wahl, sondern Sie müssen tatsächlich dann zu einer Projektmanagement-Software gehen. Da gibt es mittlerweile einige auch, die kostenfrei sind. Also das zum Beispiel hier ist Who Does. Und das ist eine ausgewachsene Projektmanagement-Software. Hier kann ich ein neues Projekt machen und hier Studie Planning. So, und dann schreibt man hier die Vision rein, die E-Mail und so weiter und so fort und fängt dann an, diese kann hier ein
erstmal die Meilensteine runterschreiben, dann die Meilensteine weiter definieren, Tasks aufgehen, das Team zusammenstellen. Man hat eine Repository, wo man Dateien reinlegen kann und das alles kostenlos für kleine Projekte. Und insofern ist das eine ganz spannende Angelegenheit, falls Sie mit mehreren Personen ein größeres Projekt machen wollen. Probieren Sie es mal aus, erzählen Sie uns, wie es geht. Soho Projects, das ist ein weiteres Werkzeug hier, das auch wieder, dann sehen Sie auch wieder Tasks und Milestones, ein Kalender, Meetings, Dokumente, Timesheets, bedeutet, kann man das Time-Tracking machen, man dokumentiert, wie viel Zeit man für etwas gebraucht hat, man tut Berichte rein, Forums zum Diskutieren, sehr umfangreich das ganze Soho Projects und hat so ein Dashboard, wo man sieht, was passiert eigentlich, was sind die nächsten Milestones, die anliegen. Und hat ein sehr schönes Projekt Reporting, Scan-Chart und das Ganze hier sieht, das ist jetzt die Ansicht, habe ich angemeldet und das ist auch für einfache Dinge, glaube ich, kostenlos. Hier ein Projekt ist kostenlos. 10 Megabyte Storage Space ist nicht ganz so viel. Bestimmte Sachen haben sie nicht drin, Time-Tracking, Bug-Tracking nicht. Aber für ein kleines Projekt in ihrer Arbeitsgruppe reicht das auch. Sie sagen, nee, ich lade die Dinge, ich möchte es einfach auf einen eigenen Server installieren, dann können Sie OpenRTM nehmen. Das ist eine ähnliche, also von der Umfang ähnlich, eine Software und die kann man einfach runterladen und installieren. Da muss man natürlich dann schon ein bisschen mehr technisch sich auskennen, aber man sieht, man hat Blogs, man hat einen Kalender, man kann Dokumente hochladen. Also es ist nicht ganz so ausführlich jetzt wie die beiden anderen Projekte, aber man kann auch dort ganz gut zusammenarbeiten. Comine Work, weiteres Angebot, aber da sehen Sie schon, das kostet Geld. Insofern, da muss sie dann schon sehr ernst sein mit dem Projekt. Aber jedenfalls haben Sie auch ein bisschen, wir haben ein bisschen Geld ein, dann können Sie auch solche Sachen nutzen. Das Vorteil ist halt immer bei sowas, Sie müssen sich selbst installieren und haben da, es läuft und man muss sich nicht so um die Details kümmern. Das soll so ein bisschen den Überblick über Werkzeuge abrunden. Fangen Sie mal an mit Remember the Milk oder einem anderen Getting Things Done Tool, falls Sie andere finden. Oder schauen Sie sich mal die iPhone-App an, Epic Win, ganz witzige Sache. Vielleicht finden Sie sowas ja auch schon online für die Leute, die jetzt kein Smartphone haben oder alternative Sachen. Wir freuen uns über alle Funde, die Sie haben, wie man das ganze Thema Aufgabenplanung ja nett und spaßig machen kann und trotzdem erfolgreich. Okay, bis zur nächsten Episode. Vielen Dank. Tschüss.